meine allerliebsten Seegürkchen und ein ganz herzliches Willkommen bei Silt, einem Little Nightmares-mäßigen Sidescroller im Noir-Stil, sage ich jetzt einfach mal. Das Ganze findet allerdings am Grund des Meeres statt, mit all seinen Wassern, mit denen ich gewaschen bin, Monstern, Mutanten und von euch leider die Toilette runtergespülten Tampons. Vielen lieben Dank. Und ja, es ist korrekt. Wir haben das bereits im Livestream gespielt. Das Ganze ist allerdings schon eine Weile her. Die Aufnahme existiert leider nicht mehr. Außerdem habe ich vernommen, ihr braucht heute noch etwas, um es nebenbei laufen zu lassen, während ihr so tut, als würdet ihr Hausaufgaben machen. Gern geschehen. Dankt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem schwarz-weißen und reichlich nassen Abenteuer. Gespickt mit spitzen Zähnen, meinen Schreien und einer kleinen Prise Enttäuschung von euch, dass mein Gehirn doch nicht ganz so funktionierte wie bei einem normalen, funktionierenden Menschen. So, ja, beste Zeit nochmal das Spielelogo einzublenden. Wir haben ja auch Zeit prinzipiell, oder? Gibt heute viel Hausaufgaben. Ich bin mir nicht sicher, worauf wir da gerade blicken. Wie gesagt, ich kann mich zumindest daran nicht erinnern. Eine Art Plattform? Eine Maschine? Vielleicht schwimmen wir irgendwann mal vorbei. In unendlichen Tiefen wimmelt es von Goliaths. Ich dachte Sand und Krabben. Gut, so kann man sich täuschen. Unter den Wellen und der schäumenden Gischt. Jage sie. Nimm ihnen ihre Augen. Oh, ich glaube, sie werden mir eher meine nehmen und danach an meinen Ohrläppchen knabbern. Aber gut, denn in ihnen liegt ihre Macht. Eine große Maschine schlummert in der Tiefe, und da haben wir bereits die Antwort darauf, was wir eben sahen. Erwecke sie, um dein Schicksal zu besiegen. Also Augen klauen, Maschine erwecken, Schicksal besiegeln. Oder besiegeln lassen. Wir werden mal sehen. Aber zunächst heißt es, aufzuwachen. Es war ein lauer Sommertag. Sorry. Hat viel geregnet in letzter Zeit. Und wie immer frage ich mich, wie wir in dieses Schlamassel geraten konnten. Irgendetwas in mir sagt mir, dass wir uns hier vielleicht losmachen sollten. Kann mich auch irren und wir chillen hier noch eine Runde. Inbesitznahme. Ah, stimmt! Ich muss die Boys hier kontrollieren, ne? Fähigkeit nutzen. Ja, ich muss mich freibeißen. Oh, was? Auf einmal ist mein Fußgelenk ein bisschen dünner geworden. Och gut. Ich sollte mich vielleicht von seinem gesunden Appetit fernhalten. Aber falls ihr jetzt glaubt, wir gehen Richtung Oberfläche, so leicht ist es dann doch nicht. Schwimme ich da rein? In die Schamlippen der Hölle? Oder was auch immer? Du schnappst doch zu. Manchmal ist es das Ungewisse, was einen am meisten Angst macht. In Besitznahme. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ich kann die hier kontrollieren. Die Frage ist aber, wozu? Was hast du denn hier für eine Fähigkeit? Besitz fortsetzen, halten. Okay. Oh, wir müssen da reinschwimmen. Moment. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier irgendwie ein Zeitlimit oder sowas gibt. Oh, no! Huh! Was, das sollte passieren? Okay, alles klar. Ich bin hier der Parasit. Meine Güte. So, einmal zack. Und zack. Und noch einmal schnabbern. Yes. Ich bring den mal weg, damit der hier nicht meine ganzen Freunde verspeist. Ich schwimme hier mal noch kurz hoch. Kann ich nicht einfach ein Piranha bleiben? Also ich meine, am Ende des Tages, ne? Läuft es doch eh darauf hinaus, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich schwimme mal mit dem hier hin. Kann auch vielleicht erstmal keinem Schaden zufügen. Und dann bin ich wieder ich selbst. Oh nein, er kommt. Oh oh. Oh, was ist denn? Ehrlich jetzt, musst du aber auch mal eine Butterschnitte mehr essen. Oder einfach Leg Day nicht skippen. Oder am besten auch beides. Wenn ich mit dem Game hier fertig bin, wenn er es lebend hier rausschafft, ich gehe mit ihm ins Gym, ich sag's euch.
Ich mache eine richtige Schlachtsau aus dem, dass der nicht mehr an seinen Neoprenanzug reinpasst. Und dann werden hier andere Seiten aufgezogen. Der Ozean gehört mir. Schneller bewegen mit Shift. Wo muss ich? Guck mal, die haben Angst vor mir. Oh! Ich habe eine Lampe gefunden. LOL. Das ist nicht das Einzige, was ich mit meinem Gesicht machen kann, Baby. Oh! Kann ich das Ding halten? Also kontrollieren? Wait. Ich muss die Figuren berühren? Nee? Okay. Ich muss das doch aber irgendwie. Ich muss irgendwas werden, was der frisst, oder? Bin mir nicht sicher. Warte, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, 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 nein. Okay, so wird das irgendwie nix. Oh doch, ich bin er. Warte, jetzt kann ich doch hier. Moment mal. Ah, ich habe so einen kleinen Boost. Ich muss die erstmal ganz weit weg von mir bringen, bevor ich sie loslasse. Oh, ich muss da runter, ne? Warte mal. Ich erkunde, bevor ich mich in die Gefahren begebe. Ja? Nein! Oh, falsche Taste! Oh, ich bin so doof! Ey, bitte nicht abschalten, ne? Bitte, bitte noch nicht. Gib eine Sekunde. Eine Sekunde. Wir schaffen das. Ich schwöre. Ich schwöre einfach so sehr. Wir kriegen das schon hin, wir packen das. Komm her! Komm her! Lass dich tentakeln, Alter! Du stehst auf diesen Hentai-Scheiß. Yeah? Gut, 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 gut. Wow. So. Was ist, wenn ich den angreife? Ich glaube, das geht nicht. Ich brauche die, um da drüben hinzukommen, ne? Aber ich darf mich halt allerdings auch nicht fressen lassen. Okay, ich glaube, das war's hier. So. Jungens! Ich brauche mal einen von euch Beißerchen. Bin mir nicht sicher. Also noch brauche ich das Licht ja nicht. Vielleicht habe ich das Spiel auch irgendwie zu hell eingestellt? Komm, 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 komm. Schwimm ins Licht, schwimm ins Licht, schwimm ins Licht. Oh, ich muss das gar nicht so lange halten. Das geht in Auto... Nee! What? Du Assi! Ey, hörst du mal auf, meine Requisiten zu fressen? Ich schick dir... Jetzt kommt der auf die stille Treppe. Pass auf. So. Stummarrest, mein kleiner Freund. Hier. Ich bin mit deinem Cousin. Ich weiß, du kannst dir nicht ab. Boah, viele Piranhas habe ich nicht mehr, ne? Ein paar schwammen hier noch rum. Da unten. Yeah. Oh! Hat sich fortgepflanzt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Okay, perfekt. Boah, das ist gut. Sich hier die Monster ein bisschen strategisch zurechtlegen. Ha! Komm wenigstens hier. Oh mein Gott. Boah. Die Seile sind echt schwer. Ja, versuch's doch. Ja, komm doch. Ich fress hier oben noch ab. Dann habe ich leichtes Spiel. Nee. Komm. Na. Yes. Gut. Jetzt kannst du fressen werden. Ist mir egal. Ich guck nochmal hier weiter kurz. Okay, ich glaube, da muss ich selber lang. Zum Glück gibt's aktuell noch nichts in diesen Ozeanen, was Taucher frisst. Au! Was? Okay. Okay. Wir haben eine andere Methode als fressen. Augenscheinlich. Wait, what? Oh, ich muss das ganze Segment nochmal machen? Es gibt vieles, was ich daran nicht leiden kann gerade. Hört auf zu lachen. Ich weiß, ihr sitzt vor dem Bildschirm und ihr feiert euch eins, Alter. So, und... Au, 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 Abfahrt. Ich habe einen kleinen Köder platziert, Alter. Dann hat er vielleicht weniger Appetit auf Monsieur Zeff. Gut. Wie geht's denn entspannt weiter? Umsehen, Pfeil hoch, Pfeil... Aha. Was ist das denn hier alles?
Boah, ich finde, wie gesagt, dieser Stil ist übel cool. Ich muss nur aufpassen. Da, deswegen darf ich das wahrscheinlich nutzen. Dass ich denen nicht zu nahe komme. Ich muss denen bestenfalls mal ein wenig ausweichen. Die Frage ist jetzt, reicht es einfach da drüber zu schwimmen oder wo soll ich hin? Irgendwo mag es weitergehen, Moment. Ich probiere mal, ob ich mit ihmchen hier was machen kann. Als Fisch kann ich mich auch umsehen. Ich glaube, ich muss durch irgendetwas durchbrechen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Hier eventuell? Oh! Jupp. Ich glaube schon. War relativ eindeutig. Ich versuche mal, dass ich mit dem weiter wegkomme. Ach, das geht auch hier mit Sprinten. Komm. Sehr cool. Ja, das war nicht ganz so easy zu sehen, aber irgendwo muss es ja weitergehen, nicht wahr? Das ist keine Höhle. Wir sind in einem Schlund von irgendwas. Was habe ich denn da... Wo bin ich denn da reingebrochen gerade, ey? Ich möchte es gar nicht wissen, welche Körperöffnung das ist. Oh! Boah, ich krieg diese Star Wars Episode 5 Vibes hier gerade. Ha! Das Ding ist tot, ne? Das ist verknöchert und alt und verhungert, weil es halt riesig ist und nicht genug Essen findet. Puh. Was haben wir da? Tust du weh? Hallo? Kann ich dich kontrollieren? Oh, guck mal, es leuchtet nicht mehr. Ah! Da kann ich doch nicht einfach so vorbei. Wenn ich es anleuchte? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Das sitze ich. Anglerfisch! Anglerfisch! Nein, das ist ein Fehler! Oh mein Gott! Ihr checkt, ne? Das ist ein Köder. Alter, diese Realisierung war so gruselig. Oh, meine Güte. Brauche ich jetzt die Lampe halt? Ich hoffe nur, der ist einfach zu dick, um hier durchzupassen. Dann habe ich noch einen kleinen Fluchtweg. Oh ja, da passt er definitiv nicht durch. Ansonsten besiege ich den im Armdrücken. Oh, ich darf nicht so vertrauensselig sein. Habe ich denn nichts gelernt? Ah! What? Das war kein Anglerfisch. Okay, was hat mich da gefressen? Wir gucken uns das nochmal an. Ich muss auf den Boden achten. Vielleicht brauche ich deswegen meine Lampe. Oder die Lampe lockt das Ding an. Bin ich mir nicht sicher. Okay, Augenblick. Da unten. Soll ich da ganz schnell vorbeischwimmen? Ich schwimme ohne Lampe ganz schnell. Oh. No! Gut! Die sind dafür da, damit ich mich beeile. Oh. So dieses Dr. Bibber-Ding hier. Dieses, Scary Maze-Game, so. Nicht ankanten. Ja. Kann man bitte irgendwie Appetit auf die haben? Ich mag keine taucherfressenden Würmchen. Nicht immer. Die wissen es schon. Ich nur noch nicht. Ich weine gleich. Hilfe. Das Spiel geht übrigens so 1,5 Stunden, glaube ich. Das ist nicht sehr lang. Aber ich werde das, glaube ich, auch nicht in einer Folge durchziehen. Just saying. Ist ja hier alles nur so ein bisschen nebenbei. Oh. Also Licht aus brachte bei den Würmchen nichts. Ich brauche hier ein Piranha. Vielleicht ist Licht doch eine gute Idee. Da hängt jetzt ein riesiger, appetitvoller Kiefer dran, ne? Damn.
ich sehe schon die Zähne. Seht ihr hier die Zähne? Boah, Alter. Okay, Moment. Ja, hier sind Knochen. Wir sind in seinem Nest. Wie können wir ihn... Ich glaube, der muss dieses Seil dadurch fressen. Aber wie kriegen wir den angelockt? Tja. Mein Freund. Sei ein guter Freund. Mund auf. Yeah. Charge. Charge it up. Ich muss den anlocken. Komm schon. Okay, wann macht er das? Der schnappt nach vorne, ne? Die Augen öffnen sich. Oh, das ist aber kompliziert. Boah, wie mache ich das? Ich muss schnell genug weg, aber auch nicht zu schnell. Versteht ihr, damit er überhaupt was macht? Er muss das hier bestimmt durchfressen. Ich sehe da sonst keine Möglichkeit. Oh, das Ding reagiert ja vielleicht auch auf ihmchen hier. Moment. Oder? Nein? Doch, das Ding ist weg. Moment. Wie kann ich das gebrauchen? Ist halt ein Rätsel. Ja. Hey, komm. Boop. Komm schon. Oh, oh, es kommt. Oh, hat's mich erwischt? Es hat mich nicht erwischt. Oh, es hat mich erwischt. What? Ah, vielleicht muss ich gar nicht so nah ran. Ich mache jetzt mal Licht an. Ah. Wenn ich mich hier platziere. Dieser Stein. Ich kann mich erinnern. Irgendwas war mit dem. Vielleicht kann ich ihn ihm auf den Kopf schleudern oder so. Warte. Aber dazu muss ich halt da hoch. Eyo. Eyo, komm. Ich weiß doch, dass du mich willst. Yeah, buddy. Komm weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Huch. Reagiert er jetzt auf das Ding? Ja, er reagiert. Oh! Oh, wir haben einen alternativen Weg. Au, das hat wehgetan. Ach so. Oh. Ja, das wusste ich jetzt nicht mehr. Verstehe. Oh, jetzt muss ich aufpassen, nach unten nicht gefressen zu werden. So. Ist doch nicht so eindeutig, wie man denkt. Surprise, surprise. Warte, ich will's sehen. Oh. Oh. Habe ich jetzt gefailt? Ich hätte es ihm auf den Kopf schleudern müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Ding da rauslocke, um ehrlich zu sein. Oh nein. Habe ich es jetzt verkackt? Warte, muss ich mich sterben lassen? Hier geht's noch weiter. Oh nein, ich glaube, ich hab's versaut, oder? Boah, ich bin mir nicht sicher. Hier ist noch irgendwie... Sieht so aus, als könnte man das Ding hier auch irgendwie zerbrechen. Oh, das muss runter. Oh, ich brauche die Dinger als Lockvogel. Moment. Das war ein Hinweis. Der muss das hier zerbrechen. Du kannst dich hier gerne satt fressen, mein Freund. Moment, er muss nach oben gucken. Ah. Komm schon. Reagiert er? Jetzt reagiert er. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht hier. Vielleicht brauche ich auch einfach mehrere Versuche. Nee, ich muss hier bleiben. Sonst macht er gar nichts.
Hat das was gebracht? Fragezeichen, ich bin mir nicht sicher, oh mein Gott. Nee, das wird so nix. Das wird so nichts. Der zieht sich halt immer wieder zurück. Also diesen Stein, den wir da freibeißen können, der ist irgendwie, nicht dafür geeignet, ihm auf den Kopf zu donnern. Weil der bleibt da nicht vorne. Aber gut, ich weiß ja jetzt, wie ich es machen muss. Ich habe jetzt ein bisschen probiert. Ich schau mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Gut, gut. Sehr, sehr gut. Wirklich wunderbar. Ich habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Werdet ihr jetzt alle bitte in die Kommentare schreiben. Und wer nicht, der fliegt ja raus. Vielleicht, Leute, ist der Stein hier auch nur so Next Step. Ah, ich dachte, er muss sich da eventuell die Zähne ausbeißen. Oh, guck mal hier. Oh. Oh, den kann ich aber nicht kontrollieren, ne? Oh, oh wait, was macht er? Hä? Excusez-moi? Dann muss ich mit ihm oben den Fe... Ja, sehr gut. Ah, ich verstehe. Ich muss das Ding hier von unten anwummern. Das kann der Große nicht. Es sind also noch mehr Steps, als ich dachte. Ich weiß nicht, wie ich gerade in diese Animation gekommen bin. Ist ein bisschen strange. Aber es hat zumindest geklappt. Okay, Augenblick. Lass mal... Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich werde nicht gleich weggefressen. Bitte nicht. Oh, genau. Alles ist skriptet. Nein! Yes! Come in your face! Oh, kann ich den hier irgendwie durchboxen? Weiß ich jetzt nicht. Der stinkt, Alter, der Stöpsel. Mist. Okay, warte, ich brauche noch einen Köder. Und der werde nicht ich sein, Alter. Den ganzen Ozean werde ich wegverfüttern. Ja, komm her, mein Freund. Komm her, beiß dir schön die Zähne aus. Ja, let's go! Er macht es. Oh, er ist damaged. Besiegt den Schlingaal. Hä, ich dachte, das musste ihm auf den Kopf fallen. Das war so spitz. Oh, stehle ihm die Augen. Oh. No. Habe ich jetzt irgendwie etwas von seiner Macht? Kann ich jetzt auch so leuchtende Angeln aus meiner Zunge schießen oder so? Heftig. Sehr, sehr... Also, seht's mir nach, ne, dass das eine Weile gedauert hat, weil es ist ein bisschen kontraintuitiv. Findet ihr nicht auch, was da passiert? Was ja an sich gut ist, weil man rätselt da ein wenig länger dran. Ist ja am Ende des Tages auch nur ein Puzzle-Game in dem Sinne. Ja gut, aber cool. Ich fühle mich so erleuchtet, wie ich aussehe. Aber wo bin ich? Wo geht's jetzt hin? Ich kann mich nur extrem langsam fortbewegen. Oh. Aber ich bin aktiv. Aber wo? Als ob ich auf irgendeiner Haut wäre oder so. Aber hier sind überall Maschinen. So Steampunk-mäßig. Oh. Ist das eine Art Vision? Boah, da ist es das Mutterschiff, Alter. Nein, ich bin keine Kuh. Bitte keine Experimente. Da soll ich rein, ja? Ich habe es erfolgreich geschafft, vom Schlingaal nicht gefressen zu werden. Aber das Ding, das kann mich jetzt vorsnacken, ja? Wir lieben ja Games, wo alles uns als kleinen Snack betrachtet. Ich fühle mich schon geschmeichelt. Nee, muss zugehen, passt. Oh. Wunderbar. Sag mal, Glänzeboy. Brauchen wir jetzt eigentlich noch die Lampe oder sind wir unsere eigene? Oh. Ich kann mich überhaupt nicht mehr hier dran erinnern. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber interagieren kann ich damit auch nicht. Wir sind jetzt in diesem außerirdischen, schätze ich mal, Schiff. Das ist ein
Taucherhelme, womit er jongliert. Sind rosige Aussicht nicht. Zum Glück hat er schon 4 für alle seine Hände. Meinen braucht er dann nicht mehr. Und alles fühlt sich halt noch so verdammt Limbo-mäßig an. Okay. Alle sind erleuchtet. Wie gehen wir es an? Ich würde sagen, ich probiere nochmal davon irgendwie Besitz zu ergreifen oder sowas. Nee? Lässt sich nichts machen. Aber was dann? Die Lampen flackern noch. Wir haben gerade nicht wirklich einen Anhaltspunkt. Und hier ist zu. Okay. Ich dachte, vielleicht öffnet sich irgendwo ein Tor oder so. Und mir kommt es gerade so vor, als hätte ich eine Version von dem Spiel gespielt, die doch irgendwie ein bisschen anders ist. Vielleicht haben sie das hier reingepatcht oder so. Ich warte ja nur drauf, dass irgendwer von denen aufwacht. Vielleicht ist heute auch mein Glückstag. Oh, es geht hier weiter. Oh, ach so. Boah, mach doch da nicht so eine Säule hin. Sorry, das sah aus wie eine Wand. Ich weiß halt nicht, was hier massiv ist und was nicht. Ich wohne hier nicht. Tut mir leid. Oh, ist gut. Bei Anubis und Osiris und... Oh, da bin ich. Boah, sieht schon krass aus, ey. Muss ich hier rein? Huh. Er macht was. Er macht was. Er setzt sich dahin. Falls ihr mich nach der Story fragt, es ist Kunst. Es ist einfach Kunst, okay? Ist das das internationale Zeichen für den Schlingaal, was da um mich rumrum, also schlingt? Ah, das ist wie eine Art Teleporter, oder? Oder kann ich da nicht hinaussteigen jetzt? Boah, krass. Das spielt sich wie ein Video gucken irgendwie so. Super interessant. Und halt auch einfach mal eine willkommene Abwechslung. Kann ich da durch? Ja, ne? Ja, ist im Vordergrund. Ist schwer zu sehen, finde ich. Ey, solange Licht hier ist, ne? Bin ich vielleicht doch gar nicht so weit weg von der Oberfläche? Ich weiß nicht. Ich schwimme hier von Level zu Level, in denen irgendwie nicht wirklich was passiert. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Was ist es? Vielleicht möchte ich es ein bisschen. Ich glaube, da sollte ich nicht rein. Hört auf, widerlich zu sein. Vielleicht sollte ich rein, um zu sehen, was passiert. Was meint ihr? Nur mal so Interesse halber. Nur mal so. Perfekt. Gut. Jetzt muss ich meinen Anzug waschen. Nee, hat sich wirklich gelohnt. Dankeschön dafür. Ist alles eure Schuld. Ah! Nicht du. Oh. Ich muss mich in den schwarzen Nebel schwarzen fortbewegen, oder? Warte. Oh, nee, der frisst die weg. Nee, die lösen sich auf. Kannst du auch hier schnappern? Ich stinke. Von dir kann ich keinen Besitz ergreifen. Spuckst du mich wieder aus, wenn ich eklig bin? Vielleicht macht mich das auch lecker, nicht eklig. Das weiß ich nicht. Ach, die Kleinen hier. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Na gut. Wenn die Pflanze das frisst, ist sie vergiftet und dann geht die Wurzel auf. Oder weil die da dran hängt. Boah, das musst du auch erstmal checken. Okay, komm, leg mal hier einen Zahn zu. So, hätte ja natürlich auch die übernehmen können. Ist aber egal.
Aber ich glaube, jetzt verstehe ich. Kommt schon. Uah. Na, komm. Nur für den Fall, dass ich das berühren muss hier. Ja, perfekt. Da stupft die ab. Ah. Es sind so die Details. Dass es ein Teil von dieser fressenden Pflanze ist. Die halt einfach da den Weg nicht freigibt. Okay, okay. Sehr interessant. Weißt du, die ganze Zeit mache ich dieses Übernehmen in der Hoffnung, dass ich etwas krieg. Aber das ist nicht das Rätsels Lösung. Dann probiere ich es nicht oder sehe es nicht, weil die Fische so klein sind. Jetzt. Was hast du für eine Power? Hast du überhaupt eine Power? Oder bist du einfach nur spitz? Moment mal. Kann ich mich da auch irgendwie vergiften lassen? Ich brauche hier irgend so ein Furzbobbel. Wo finde ich euch? Die respawnen ja. Das bedeutet, vielleicht kann ich auch mit deren Spitzen die irgendwie angreifen. Probiere ich mal. So, dass ich so seitlich da reinsteche. Wisst ihr, was ich meine? Die können sich halt nicht unten... Oder können sie? Nee. Oh, doch, ziemlich doll. Sehr gut. Oh mein Gott. Kann ich da einfach durchschwimmen? No way. Huh. No way. Oh. Oh, das war krass. Aber fast hat es geklappt. Moment, wo hat es nicht geklappt? Ich benutze mal so einen Fisch. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Definitiv mehr als ich. Das bedeutet... Ja, das sollte gehen. Ja, das sollte klappen. Okay, fine. Ich meine, jetzt bin ich halt immer noch unten, ne? Kann ich... Ah, hier. Und die Dinger dann vergiften lassen. Aber wo? Ich habe so einen Block gesehen. Hier, yes. Furz mich an. Yes, okay. Ich glaube, ich bin vergiftet. Ja. Gut. Dann kille ich jetzt hier da eine Pflanze nach der anderen? Oder wie ist das? Soll ich jetzt da durchschwimmen? Oder reicht mich von einer fressen zu lassen? Okay, ich verstehe. Der ganze Schwarm ist dann vergiftet. Oh, bis keiner mehr übrig ist. Und ihr zwei, komm, ihr kriegt auch noch euer Fett weg. Komm, hab's. Dankeschön. Ach, das reicht sogar genau. Oh. Ey, das ist so fies, ne? Die ganze Population einfach ausradiert. Ich glaube, ja, da sind noch welche. Aber die hier oben sind alle platt, insofern. Ja, komm. Versuch's gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Ihr habt mächtig Hunger und seid sauer, weil ich eure Brüder gekillt hab. Ist mir ja jetzt. Reicht das denn? Oder muss ich noch was machen? Ja, man weiß immer nicht so richtig, wo es weitergeht manchmal. Oh, Cutscene? Ich bin übrigens noch relativ am Anfang, glaube ich. Das müsste Kapitel 2 sein. Hi. Was bist denn du Schönes? Du hast bestimmt auch was zu melden hier, ne? Hat einfach so eine eingebaute Hake. Aber warte mal, die habe ich nicht ganz übernommen. Oh, der lässt sich auch nicht übernehmen. Oh, wie so ein Vogel. Warte mal, warte. Ich kann das Ding dahin locken bestimmt, oder? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich kann mich bewegen. Das Würmchen. Aha. Komm, friss mich. Ist skriptet. Ich konnte das nicht timen oder so. Ja, aber... Das bringt den Baum zum Wackeln. Okay. Ich muss die alle, glaube ich, befriedigen. Und jedes Mal, wenn die dann schreien vor Glück. Aber ich weiß nicht, warum ich den Baum umholzen sollte. Ich muss ja hier einfach nur weiter eigentlich. Halt oder nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, 1,5 Stunden war ein bisschen sehr optimistisch.
Ich brauche wahrscheinlich wesentlich länger. Das Spiel geht ungefähr eine Stunde, wenn du weißt, was du machen sollst. Also genau weißt. Und so beim ersten Mal durchkommst. Also vielleicht so bis zwei kann man, denke ich mal, rechnen. Aber ihr könnt mir wie immer Feedback dalassen, ob ihr Bock drauf habt, ne? Also ich meine, wenn euch das gar nicht gefällt, muss man es auch nicht weiterspielen. Oh! Oh ho. Okay. Das war nur fürs Achievement, ja? Boah, krass. Das soll mir halt irgendwas zeigen auch für irgendein späteres Level bestimmt. Könnte ich mir fast vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich dir die Achievements verpasse, aber es ist, glaube ich, auch egal. Ich mache einfach erstmal nur mal das, was ich machen muss. So, hier sind Zähne drin oder so, und das Grashalme sein. Ich komme hier. Frisst mich das? Ich darf da nicht anecken, ne? Das ist es wahrscheinlich. Okay, langsam. Oh! Hör auf! Kein Loch im Lufttank. Wenn's geht. Oh nein, so ein Scary Maze Game. Bitte am Ende kein Jumpscare, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Okay, da kommen wir nicht weiter. Oh, an der Stelle wünscht man sich ein bisschen einen Controller. Aber ich bin richtig mies mit Controller, deswegen probiere ich es gar nicht erst. Oh, das ist ein anderer Taucher! What? Muss ich den fressen lassen? Au, nein! Ach, come on! Mit der Fresse auch noch! Angekantet! Kurz mal... Kurz mal ins Bohnenfeld eingerastet. Na gut! Na gut. Ich muss mit Sicherheit hier erstmal durch. Und dann soll der Taucher gefressen werden, bestimmt von den, kleinen Kumpanen da oben. Und dann geht der Käfig auf und... Hoffe ich? Ich hoffe, ich muss hier nicht nochmal durch. Dann wird akut ausgerastet. So. Oh, schwierig. Nee, es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Aber nicht zu viel Zeit verschwenden hier. Oh. Okay, weg, 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 weg. Ich hauche ihm wieder Leben ein. Ja, aber... Was habe ich denn geschafft? Habe ich ihm die Seele ausgezogen? Oh, na, ich will eigentlich nicht vergiftet sein. Ich hätte mir ja denken können, worauf es hinausläuft. Komm, 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 komm. Oh, ist eine schwierige Stelle hier. Oh. Ach, ich muss hier gar nicht lang, ne? Ich hätte mit den kleinen Fischchen da oben hier lang gemusst. Ah, das war nur, damit ich das Achievement krieg für den Taucher bestimmt. Ach so. Ich muss hier gar nicht lang. Ich mach's mir gerade übelst schwer. Ja, ich weiß ja nicht, wo alles ist, ne? Warte mal, wenn ich das hier schaffe, bringt mich das? Wo bringt's mich hin? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nirgendwo hin. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss gleich bestimmt den Weg nochmal gehen. Oh, no. Nein. Nein, 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 nein. Ich musste das, um überhaupt an die Fischchen zu kommen. Das war schon richtig. Ah. Hallo, meine Kleinen. Hier. Hier seid ihr doch. So, einen von... Ne, ich brauche den ganzen Schwarm. So. Okay, das Würmchen. Ich gehe jetzt mal hier von oben. Ich brauche das Würmchen. Ich weiß noch nicht, wofür. Ich schwimme jetzt einfach mal wieder oben rein. Komm, hier mal ein bisschen Speed-Mode. Boah, ich hoffe, das geht. Oh, ich hoffe, es kommen nicht... Ich brauche drei halt. Drei müssen überleben. Mit alle drei Pflanzen. Etwas zum Fressen kriegen. Ja, genau. Da kommen ein paar abhanden zwischendurch. Oder?
Noch geht's? Oder sterbe ich gar nicht an den Stacheln als kleiner Fisch? Oh doch. Oh doch, ich sterbe. Oh doch. Kleine Schaschlik-Aktion. Ja. Ist wieder Grillsaison, Freunde. So. Ja, es sind ungefähr 3, die übrig sind. Leck. Hier, go. Oh, no. Ich muss mich erst vergiften lassen. Uah. Verstehe. Stimmt. Ich bin immer so aufgeregt. Es tut mir leid. So. Komm mal her hier. Cool. Ich bin noch vergiftet, oder? Ja. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So. Komm her, du. Ja. 2 und 3. Awesome. Die Frage ist jetzt, halt, wofür brauche ich das? Wofür das Würmchen? Weil, yo, ich hab halt keinen Plan. Ist halt irgendein Step, ich habe irgendwas nicht gesehen. Oh, ich hätte das von oben einfach machen können. Was? Ich käme da einfach ran? Oh, dann war es doch sinnlos, dass ich da mit dem Taucher durch bin. Ey, aber, ey, komm. Komm, Achievement, oder? Komm. Geht's hier weiter? Warum? That's why, oder? Was ist da? Fressen die mich nicht, wenn ich ein Würmchen bin? Die hätten mich bestimmt verschnabuliert. Irgendwas Großes kommt gleich. Ne? Boah, ich bin so verwirrt. Ach so! Wir kommen immer wieder zurück zu dem Baum. Oh! Das war eine Info, die ich hätte wissen müssen. So, wo ist hier denn das nächste Vögelchen? Hier. Ich kann mich da null dran erinnern, Freunde. Ich hatte das Gefühl, das ist ein ganz anderes Spiel. Nice. Ah, das wäre es richtig gewesen. So, Moment. Die Frage ist, wo geht jetzt zum Beispiel ein neuer Weg auf? Ach, der da oben, der war nicht frei. Ich muss das schon irgendwie nach einer gewissen Reihenfolge machen. Dann gehe ich mal hier rein jetzt, weil, weiß ich nicht. Oder? Ah. Sehr gut. Okay. Dann ist das also halt vollständigerweise Chapter 2. So, die Pflanze muss was Vergiftetes fressen, damit ich da wieder durchkomme. Ansonsten gucke ich mal, was du mir hier bringst. Außer Speedy Gonzales Trip. Okay. Ja, ich kann mich hier vergiften lassen. Komm schon, ja. Ist die Frage, wo ist es smart? Hier, den hier, ne? Ja, genau. Kann ich nämlich mit meinem Taucher da durch und, oh, ich bin hier oben. Die anderen sind, glaube ich, egal. Ich muss halt nur hier rein. Ach, du bist gleich hier. Oh. Ja, auch gut. Junge. Mama Vogel hat echt, was Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen angeht, nicht so geiles losgezogen. Arbeitsbeschaffung, Nahrungsbeschaffung. So. Ich kann mich ja hier auch umschauen. Ich vergesse es immer. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo geht's nun lang? Das war der... Guck mal, das sind doch gar keine Vögel. Das sind Typen mit Masken. Die tun nur so. WTF? What? Okay. Ich guck da noch mal hoch.
weiß nicht, vielleicht ging es da irgendwie rechts weiter. Das ist, was ich meine. Wenn das jetzt hoffentlich gespeichert hat, ja, hat's. Du lebst nicht mehr, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist hier zu? Hier ist sowas von zu. Bap, yes. Schade. Aha. Ich glaube, ansonsten ist ja auch nicht mehr viel los. Ich kontrolliere mal den, weil der ist schneller. Da kann ich hier mal noch kurz eine Runde machen. Okay, welchen könnte ich hier noch pressen lassen, um weiterzukommen? Hier hinten ist nur... Kannst halt nur vergiftet werden. Aber ansonsten ist da nichts. Die hier legen auch alle keine Wege frei. Oder doch? Boah, weiß ich jetzt nicht. Kann man mit dem aus dem Feld hier raus? Nee, kann man nicht. Okay, dann keine Ahnung. Muss ich mal suchen, wo es jetzt hier weitergeht. Ich weiß nicht. Weil ich bin da oben rausgekommen und hier unten, glaube ich, rein. Oder hat sie an der Seite etwas geöffnet? Aber wir brauchen halt nur noch ein Opfer. Und wir können mit den Fischen nicht raus. Die fressen halt explizit diese Würmchen. Da, du noch, ne? Ah, hier unten! Oh, das sieht man gar nicht. Ist egal. Boah. Ja, ja. Same. Ich meine, die Teile leuchten, ne? Insofern. Oh. Maden. Kontrollierst du eine, kontrollierst du alle. Wo schwimmen die denn hin? Wo schwimmen die irgendwo hin? Wisst ihr was? Ich lasse das mal. Ich brauche ein bisschen Licht hier. Oder fressen die mich sonst? Die Frage schon beantwortet. Hab mir die beantwortet. Hab mir die beantwortet. Okay, ist ja gut. Hier. Hi. Okay, awesome. Und jetzt einfach hoch wieder? Nein. Autsch. Ah, das war zu viel. Ah, die leuchtenden Dinger, habt ihr das gerade gesehen? Die jagen die weg. Boah, da muss ich... wie mache ich denn das? Ich kann ja nicht mehrere Sachen... Warte, ach, meine Lampe! Nee, das macht nichts. Doch, guck mal, das macht was. Doch! Die gehen mir eigentlich ziemlich aus dem Weg. Guck mal, die kleinen Fischis helfen mir. Aha. Boah, der frisst sich hier durch. Komm, hau ab. Schüttle 10 Blutegel auf einmal ab. Ja, Junge. Ich kann die nur abschütteln. Ich weiß halt nicht, wenn ich die alle hier platziere... Bis hierhin komme ich auch so. Ja, die schwimmen halt hin, wo sie wollen, ne? Aber wenn ich ein paar von denen einfach dahin schicke... Guck mal, wie viel Schiss die haben. Da ist der andere. Oh mein Gott, das ist gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier meine Zeit verschwende. Die greifen mich auch nicht an, solange ich hier... im Modus... des Übernehmens bin, glaube ich. Okay, einen noch. Komm. Boah, die speeden. Setz den mal hier hin. So, und versuche ganz schnell... Oh Gott. Doch, nicht gut. Ja, hör auf. Nice. Bleib hier, mein Freund. Ich kann die jetzt nicht mehr kontrollieren. Ich hoffe nur, dass die irgendwie mitkommen. Oh, der kommt!
mit? Naja, nicht so richtig. Warte mal. Kann ich den da hochlocken? Ja, der hat auch ein bisschen... Hat der ein bisschen Angst vor mir? Boah, das wäre jetzt gut, ne? Komm, schnell raus. Komm, schnell raus. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ist gut. Hau ab. Oh. Die kommen mit. Die wollen die auch weglocken. Boah, immerhin hier gecheckt hat, wie das funktioniert. Lustig. So. Happy, happy. Jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung, was passiert. Oh, das ist ein Vieh! Oder so. Ja. Wow. Goodbye. Alter, ist das jetzt ein Bossfight? What the hell sehe ich hier gerade? Ja, mach deinen Mund zu. Aha, Moment mal. Ich habe Lockfische. Und ich habe Gift. Ich muss den vergiften, ne? Okay, ich bin giftig. Kannst du mich fressen, bitte? Why not? Irgendwas daran hat nicht geklappt. Ah, ich muss mich einsaugen lassen. Ah, okay, ich verstehe. Immer nur genug... Was denn jetzt? Immer nur genug Abstand halten. Möglichst viele vergiften lassen. Guck mal, die schließen sich halt an. Wenn ich dafür sorgen kann, dass ich... Also, dass mein Schwarm groß genug ist... Hier, guck mal. Und es dann vergiften lasse, dann müsste doch das reichen. Guck mal, wir sind jetzt viele. Oha. Okay, jetzt schwimmen wir hier rein. Und dann... Ah, wir sind nicht alle vergiftet. Na? Ja, ich weiß nicht, ich verliere dann die Kontrolle. Boah, keine Ahnung. Die gehen halt auch kaputt durch das Gift. Aber versteht ihr, was ich meine? Das könnte halt irgendwie die Lösung sein. Okay, kommt ihr mal alle bitte her. Ja, ich glaube, wenn er das macht, dann saugt er die Fische aus dem... aus den Fängen dieses ganzen Geästs hier. Guck mal, er hat mich! Nein! Lass mich frei! Jedenfalls kann ich das dann nicht mehr machen. Och! Komm schon! Aber die sind ja hier vergiftet. Oder stecken die sich an gegenseitig auch? Ja, die stecken sich gegenseitig an. Wenn ich da jetzt hochschwimme, bringt nichts, ne? Oder? Das war zu wenig, ja. Manu. Guck mal, und jetzt? Ja, das hat gereicht. Uff. Was eine lange Prozedur. Ich muss dem das aussaugen, ne? Ja. Besiege den Krakenbaum. Was für ein Wort. Alright. Und das war das Ende von Chapter 2, glaube ich. Ja, interessant. Ey, das Spiel ist schwerer, als es aussieht. Also, mechanisch nicht unbedingt, aber genau zu checken, was du tun sollst an den bestimmten Stellen, das kann sich dann schon ein bisschen ziehen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Kapitel wir haben. Wir sind bestimmt so ein Drittel circa durch. Aber ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Ihr entscheidet, ob ihr das weitersehen wollt. Warte mal. Ich werde hier mal noch versuchen, rauszugehen. Und dann können wir da gerne noch eine Folge machen. Das liegt natürlich wie immer an euch. Ich muss ja hier nichts spielen, was irgendwie keiner sehen will. Versteht schon? So, gehe ich jetzt nach unten oder nach oben? Ich bin mir nicht sicher.
Ich höre auch gar nichts. Hier lang. Ja, ist richtig. Oh. Oh, dieser Moment, wenn die Lampe nichts mehr nützt. Das ist so abgespaced. Oh, hier sind sie wieder. Ich hab sie gefunden. No, lass mich rein. Ich will zurück zu meinen leuchtenden Orbs. Ja, zwischen den einzelnen Passagen ist dann immer wie so eine Art, keine Ahnung, hier diese mehr oder weniger Cutscenes. Und da muss ich dann einfach durch. Ist so das Symbol der Macht dieser Kreaturen, die ich mir einverleibt habe. Ich bin halt nur gespannt, was dann am Ende aus mir wird. Eventuell auch eines dieser Monster? Und vor allem, was das für das Gameplay zu bedeuten hat. Hier unten sind noch Lampen. Dankeschön. Oh. Bevor ich da runtergehe. Nee, ich schätze mal, hier ist alles erleuchtet. Ich folge einfach mal dem Weg. Scheint es weiter zu gehen. Und immer mehr hinab. Was auch immer das für ein Schiff ist, ist riesig. Okay, cool. Aber ich finde halt, dadurch zieht es sich natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen. Mal unabhängig von davon, dass ich lange brauche für irgendwelche Fails. Hier unten muss ich hin. Ah, das sind tatsächlich dann die Gegner. Seht ihr das? So, den Kollegen habe ich auch besiegt. Ich kann mich legit... Ich weiß, wir haben das gespielt. Ich kann mich legit an gar nichts mehr hier dran erinnern. Also, entweder ich habe irgendwie eine Demo gespielt oder wie auch immer. Oder die haben das Spiel so massiv verändert, dass... Ich hatte das auch nicht auf Steam. Ich weiß, ich habe es gespielt, aber es war nicht auf Steam. Ich habe keine Ahnung, warum. Super komisch. Oder ich verwechsel das nicht. Das ist das Game. Da habe ich die Demo auch auf meinem Kanal gespielt, glaube ich. Ah, guck mal. Wir haben zwei sozusagen Medaillons auf diesem großen, wo ich gesagt habe, was ist das, eine Plattform zum Anfang? Das ist dieses Schiff oder diese Basis oder was auch immer. Wir müssen vermutlich alle zum Leuchten bringen. Und dafür brauchen wir die Energie dieser Monster. Und ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich irgendwie so die Drecksarbeit für irgendwen machen. Wisst ihr, was ich meine? Ey, aber okay, Freunde. Ich würde es hiermit gut sein lassen. Ich lade euch das Video hoch und wir sehen uns hoffentlich ja beim nächsten Mal wieder oder wir spielen halt was anderes. Entscheidet ihr mal. Bis dahin, haut rein und macht's gut.